Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Farm Together. Wie gut, dass ich mir angewöhnt habe, am Anfang der Aufnahme direkt auf den Mikrofonpegel zu gucken und dann sehe, wow, ich habe vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Ich kann nicht aufhören, Gemüse zu grinden, das ist unfassbar. Can't stop the farming, keine Ahnung. Wir brauchen unfassbar viel Kram. Ich habe so viele Quests am Start. Ich erspare euch heute aber mal das tägliche Massenabernten. Das habe ich heute nämlich schon hinter mir. Wir werden trotzdem eine Menge ernten, keine Frage. Ich habe keine Ahnung, was gerade fertig ist. Es ist Frühling. Es ist relativ Anfang Frühling. Okay, ist jetzt gar nicht mal so geil. Oder Pfeffer braucht nur noch 7 Minuten. Das ist sehr schön. Ja, wir haben unfassbar viele Quests am Start. Ich gehe jetzt gerade mal kurz durch. Die Glockenblumen sind bald fertig. Also, ja, die brauchen halt 12 Stunden, bis sie einmal gepflückt werden können. Aber zumindest sind die, wenn die das nächste Mal fertig sind, ist die Quest auch fertig. Der Oleander braucht definitiv noch 2 Runden. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Hier brauchen wir fucking Hühner. Limettenbaum ist in der nächsten Rutsche fertig. Mohn ist in der nächsten Rutsche fertig, da könnte auch schon was reif sein. Mais wird definitiv noch nicht reif sein, den habe ich heute erst angepflanzt oder gestern Abend noch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht er ja 2 Tage, beziehungsweise auf dem bewässerten Feld halt 24 Stunden. Das können wir halt total knicken. Hier brauchen wir Schweine und Schweine. Ich wollte sie überspringen, aber dann musste ich noch irgendwie 3 Stunden warten, bis ich die nächste Quest überspringen konnte. Da habe ich gesagt, nee, fuck it, machen wir halt nicht. Das wird dauern. Weißer Hibiskus, irgendwie 90 Stück. Apfelbaum 170 geht, weil der halt jede Saison reif ist. Oder jede Jahreszeit. Und das geht in Wirklichkeit auch bis auf die Glockenblumen. Die werden halt 3 Rutschen brauchen. Das sind halt wieder jedes Mal 12 Stunden. Das ist halt nicht so geil. Aber ich habe auch keinen Bock, dieses Feld oben noch größer zu machen. Ich habe da jetzt schon irgendwo Mohn hingepflastert. Wir können auf jeden Fall mal die Limetten abernten. Die habe ich nämlich hier hingepflanzt. Ich finde, die Limetten sehen total geil aus, die Bäume. Ich habe erst gedacht, so, okay, so braunes Laub, irgendwie ungeil. Aber tatsächlich, mit den Limetten dran sehen die super aus. Ohne Limetten dran sehen die nicht so geil aus. Aber die Limetten haben halt auch einfach eine geile Farbe. Also tatsächlich nicht so die typische. Also sie sind zu knallig für richtige Limetten, aber ich finde das super. Ich finde die Farbe sehr großartig. Ja, habe ich das. Ich glaube, ich habe das Feld da unten noch ein bisschen erweitert. Ach, weißt du, wir sind mal faul. So. Hier wächst gerade ein bisschen was von den Tomaten, die wir für die Quest brauchen. Pfeffer. Mais braucht halt noch 20 Stunden. Hier wächst noch mehr Pfeffer. Nee, die Erweiterung von dem Feld habe ich total mit drin gehabt. Ich habe nur noch mehr Sprenkler gesetzt. 2 Reihen, glaube ich. Also die hier und die hier. Weil es ging, wir haben immer noch 200 Medaillen. Was ich jetzt aber auf jeden Fall mal machen möchte, da habe ich extra noch mit gewartet, ist ein weiteres Gebäude platzieren. Ich weiß nur noch nicht wo. Hier tendenziell. So, das müsste hier sein. Und das ist auch gar nicht so günstig. Habe ich mir sagen lassen. Es kostet so um die 100 Medaillen. Genau. Die Ölpumpe. Die verbraucht weniger Platz als gedacht. Ich möchte die bitte genau hier haben. Ich finde das sehr großartig. Diese Art Ölpumpen ist. Schon ein kleines Stück Kindheitserinnerung, nämlich bei meinen Großeltern in der Gegend gab es früher noch diese Ölpumpen. Nicht unfassbar viele, aber halt so, keine Ahnung. Wenn man so einen erweiterten Spaziergang gemacht hat, also halt so eine, keine Ahnung, Dreiviertelstunde irgendwie durch die Gegend gelaufen ist, kam man bestimmt so an so 10, 12 Pumpen vorbei. Und als kleiner Pöks fand ich die total spannend. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie. Tja, so sieht man hier jetzt eigentlich irgendwas anderes? Nee, ne? Außer dass wir wahrscheinlich mit der großen Tankstelle unseren Tank wieder komplett voll kriegen, hat sich vermutlich nicht so viel geändert.
So, ist irgendwas reif? Jawohl, da vorne. Das dürfte Mohn sein. Sie. Ach Gott, ich vergesse immer, dass hier dieser kleine Fluss ist. Bleibe da ständig dran hängen. So, einmal Mohn. Zweimal Mohn. Ja, brauchen wir nicht noch irgendwo Fische? Ne, dann ist die Anglerfisch-Quest wohl fertig. Okay. Auch gut, will ich mich nicht drüber beschweren. So, dann ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes mit Medaillen? Also ich bin immer noch versucht, auf 800 Medaillen zu sparen. Oder auf knapp 900. Und dann tatsächlich dieses Zimtbaumfeld zu bauen. Und da ein bisschen auszurasten, aber weiß ich noch nicht. Das dauert halt. Also das dauert halt easy ein paar Wochen, vermutlich. Wir könnten es aber natürlich einfach anfangen und dann halt immer erweitern, wenn wir es für eine gute Idee halten. Dann sind wir aber zumindest, was Medaillen angeht, für die nächste Zeit konstant pleite. Ich weiß auch nicht, ob das so die clevere Entscheidung ist. Ah ja, die kleine Nachtmusik. Dass sie diese Sassy Serenade echt nicht übersetzt haben, ist... Niemand benutzt das Wort Serenade. Niemand. Just no. Und es gibt einen Grund zu feiern. Oh ja, aber das... ich hatte ja eine Idee eingereicht. Ich glaube, diese Idee existierte auch schon vorher, weil ich glaube nicht, dass sie die einfach so fix umgesetzt haben. Also ich denke nicht, dass das auf meinem Mist gewachsen ist, weil die Idee, dass ich die eingereicht habe, ist... Boah. 5 Tage vielleicht her, wenn überhaupt. Und es gab ein Update und es gibt neue Tiere und neue Pflanzen und es ist eine Pflanze mit dabei, auf die ich mich sehr freue. Die müssen wir aber erst freispielen. Weswegen ich ja auch gerade diese Unmengen an Steckrüben habe. Das könnte aber reichen. Wir brauchen Steckrüben auf Level 20, glaube ich. Da sollten wir da eigentlich easy mit hinkommen. Oder wir brauchen 25, dann kommen wir da nicht easy mit hin. Da kommt weniger XP rum als bei, weniger XP bei rum als gedacht. So rum. Na, aber für 20 reicht es auf jeden Fall. Jawohl. So. Verkaufen wir dann nochmal kurz Obst. Nämlich auch schon wieder über 600. Tamarinden sei Dank. Na, komm schon. Danke. Na, jetzt so. Und dann müssten wir eigentlich, hoffentlich, ich will erst fertig abernten und dann gucke ich nach. Wir dann nämlich wahrscheinlich auch, wenn wir es überhaupt können, in der Jahreszeit direkt anpflanzen, weil ich Bock drauf habe. So, die letzte Steckrübe geerntet. Und damit Rettich! Wir haben fucking Rettich. Er sieht ein bisschen komisch aus, weil er rot und weiß ist, zugegeben. Sieht ein bisschen aus wie eine Boje. Aber wir haben Rettich im Spiel. Beste Sache. Er braucht einfach 6 fucking Stunden. Und kann aber zu jeder Jahreszeit angebaut werden. Finde ich super. Wir haben Rettich im Spiel. Ich feiere das sehr. Dass er rot ist, verwirrt mich ein bisschen. Aber gut, Radieschen gehören ja prinzipiell auch mit zum Rettich. Und wahrscheinlich sind das mehr so die Radieschen. Aber es ist schon okay. So, abgesehen davon gab es noch irgendwas Neues. Die Dinger. Blasenkirschen?
Nennt man die wirklich so? Ich kenne die tatsächlich nur unter dem. Ist das. Na, der lateinische Name ist das, glaube ich, gar nicht. Aber unter dem Fachbegriff Physalis kenne ich die halt nur. Wobei das halt mehrere dieser Dinger halt. Also da gibt es halt mehrere Gattungen von, aber ich habe noch in meinem Leben nicht den Begriff Blasenkirschen gehört. Aber okay. Auch die sind jetzt neu im Spiel. Hier ist. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Nee, das ist definitiv nicht neu. Das ist der Moschuskürbis einfach, ne? Den wir noch nicht freigeschaltet haben. Naja, und Farm Level 70 haben wir bald. Hier gibt es, glaube ich, ich habe keine Ahnung, es gibt bestimmt neue Bäume. Ja, ich glaube, den Magnolienbaum mussten wir vorher nicht auf 24 bringen. Sondern nur auf 12. Oder vielleicht täusche ich mich auch, ich weiß es nicht. Der sieht irgendwie aus, als hätte er Kopfhörer auf. Ja, vielleicht auch nicht. Walnussbaum 25 im Leben nicht. Könnten wir Avocados anbauen? Wo sind die denn hier? Muss jetzt aber auch nicht. Wir pflanzen Rettich, oder? Auf jeden Fall pflanzen wir jetzt Rettich. Also wenn sie jetzt noch integrieren, dass man in den Gästebüchern frei Kommentare schreiben kann, statt nur vorgefertigter Nachrichten, bin ich happy. Definitiv. Es ist auch noch mehr dazu gekommen. Es sind noch neue Blumen mit dazu gekommen und auch neue Tiere. Wobei Tiere, da kommen wir wahrscheinlich niemals hin. Weil ihr wisst ja, wie meine Tierhaltung hier so aussieht. Die ist ja nicht so üppig, dass wir da bald irgendwas freischalten würden. Da auch nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, wir können auf jeden Fall gleich mal ein neues Gebiet kaufen. Das geht total klar, glaube ich. 10.600 hier mal. Ich glaube, 9.200 oder so kostet es jetzt. Irgendwie so ein. Rettich. Fantastisch. Ich feiere das sehr. Jetzt müssen wir natürlich eine Sache machen. der Pfeffer ist fertig, sehr schön. Da habe ich eigentlich nicht genug Platz für. Muss der Zitronenbaum leider mal weg. So, die Tanke kommt an nach da. Kommen wir hier hin. Dann hätte ich die Tanke gar nicht versetzen müssen, ne? Ja, aber geht schon klar. So. Roger muss zum Dixie. für alle, die sich fragen, was zur Hölle ich hier gerade mache, warum ich Rettich so lustig finde, ist eine lange Geschichte, die ich vielleicht irgendwann mal erzählen werde, die ich auch schon mehrfach erzählt habe, sowas nicht. Allerdings nicht in diesem Let's Play. Ich sagte aber auch erstmal weiter nichts zu. Das ist eigentlich auch eine sehr widerliche Geschichte. Aber können wir noch Apfelbäume ernten? Müssen wir nämlich total machen. Oder haben wir das schon gemacht? Ne, okay, an den. Oh, da vorne ist aber noch irgendwas, was wir brauchen. Aber das ist wahrscheinlich der Mohn einfach, ne? Jawohl. Ich denke immer, das sind Bäume, aber nee, das war total der Mond. Das ist in Ordnung. Das geht so. Habe ich die so wenig gegossen, dass sie. Die bringen 8. Okay, die anderen bringen nur 6. Mysteriös. Die bringen jetzt auch nur 6. Die habe ich doch genauso gegossen wie die anderen auch. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, aber okay. Ja.
So, ich weiß gar nicht, ob es neue Fische gibt. Wahrscheinlich, habe ich nicht so drauf geachtet. Es gibt auf jeden Fall die Tiere hier neu. Es sieht ein bisschen nach... Also, irgendwas davon ist garantiert ein Rentier. Die haben Glöckchen. Warum haben die Glöckchen um den Hals? Das ist total unnütz. Aber okay. Ja. Gott, ich hatte auch irgendwie... Ah, die sind jetzt zum Glück durch. Hatte Quests, wo ich die Hühner und die Hühner gebraucht habe. So alles gleichzeitig. Das war so... Oh, wirklich? Nee, wobei... Nee, Moment. Eine Sorte Hühner brauchte ich nicht, dafür halt Entchen. Aber es war halt so... Boah. Echt jetzt? Nur Geflügel? You serious? Also weiter bei der Apfelernte voranschreiten. Können auch mal die Leute hier bezahlen. Und wir können Obst verkaufen, habe ich gehört. Aber gar nicht viel. Zur Abwechslung. Ich überlege, ob ich irgendwo noch Magnolienbäume hinpflanzen will, weil wenn wir die hochleveln wollen, also wenn wir die hochleveln wollen, brauchen wir definitiv mehr als 9. Sonst dauert das nämlich ewig. So, wir könnten den Rettich gießen, das will ich aber eigentlich gesagt gerade gar nicht, weil so wichtig ist der jetzt auch nicht. Und Geldsorgen haben wir definitiv nicht. Ist irgendwas fertig? Oh ja, Mohn. Das ist auch alle 3 Stunden durch, ne? Ah, alle 2 Stunden sogar, okay. Ja, dann hängt's bei der Quest halt echt am Mais. Okay, der Mohn braucht noch, aber der ist fertig. Ich habe hier und da noch ein paar Margeriten durch Mohn ersetzt, weil ich dachte, okay, 130 Mohn, kein Bock da 2 Jahre drauf zu warten. Und Margeriten sind halt auch sehr dankbar, weil sie ja einfach nach dem ersten Mal ernten schon Gewinn bringen. Von daher kann man die auch bedenkenlos abreißen. Die Narzissen sind auf jeden Fall zu häufig fertig. Jede Stunde ist einfach zu viel. Ugh. Hab ich da jetzt Bock drauf? Hab ich jetzt Bock drauf, diese ganzen Hortensien abzufrühstücken? Eigentlich nicht. Ich mach das mal so lange, bis der Sprit alle ist. Dann können wir nämlich auch gleich gucken, ob die große Tanke jetzt mehr bringt. Wir damit wieder wirklich voll tanken können. Na, reicht das noch? Okay. Jetzt der Sprit alle, das ist okay. Dann Gas Station. Jawohl. Und da ist sogar easy noch ein Drittel drin. Ja, voll gut. Das ist doch was. Gott, wir müssen Eier verkaufen. Wir haben über 1000 Eier. Wie will ich denn damit? Wie viel Getreide haben wir? 780. Könnten wir theoretisch was verkaufen. So, erstmal 800 Eier verkauft. Jawollo. Ach ja, gut, dann nehme ich die Kakteen da hinten auch noch mit. Dann muss ich wahrscheinlich da die Glycinien gleich noch ernten.
Oder sind die nicht reif? Die Mangos da sind auf jeden Fall startklar, oder? Ach, keine Ahnung. So. Die brauchen noch 25 Millionen. Gut, da muss ich mich da erstmal nicht mehr drum kümmern. Mehr Obst. Bitte, danke. Waren wir in den anderen Häusern drin? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gerade irgendwas ernten? Der Pfeffer unten ist reif. Da können wir gleich nochmal hin. Okay, hier waren wir offensichtlich. Hier hinten auch? Nee, hier waren wir offensichtlich nicht. Ich bin so verpeilt, ne? So. Sah gerade ein bisschen aus, als hätte der Topf seine Form geändert, aber okay. Hier wabern ja häufiger mal Sachen am Bildrand. Was wollte ich machen? Kein Kurzzeitgedächtnis. So gar keins gerade. So, hier habe ich einen Teil der, was war es, Aprikosen oder so. Hat durch Granatäpfel ersetzt, weil wir Granatäpfel für eine Quest brauchten. Pfirsiche waren es, okay. Den Pfeffer ernten wollte ich. Schlimm heute. Pfeffer, den wir brauchen. Tatsächlich. Ja, doch, die Reihe geht ja noch bis zum Ende. Dann passt das. Dann sind wir da zumindest durch. Dann müssen wir nur warten, dass die Tomaten irgendwann fertig werden. Und die Glockenblumen. Was halt ewig dauern wird. Gott, diese massive Litchi-Farm hier. Zwei hier vorne reiße ich wieder ab. Ja, vielleicht reiße ich auch die 5 ab. Passt schon. Ja. Ja gut, wie lange brauchen die Kürbisse noch? 40 Minuten, das ist okay. Ist da hinten noch mehr Pfeffer? Nee, das sind die Tomaten, ne? Die ich mal total gießen kann. Dann sparen wir uns noch eine Stunde 20. Ja, vielleicht heute doch noch was. Irgendwo habe ich Pfeffer übersehen. Oh ja, ich weiß auch wo. Ich weiß auch wo. Der ist nur noch nicht fertig, glaube ich. Ah, 10 Minuten. Machen wir nächstes Mal. Gott. Mango, Mango. Wir wollten immer noch ein neues Gebiet kaufen, fällt mir gerade so ein. Habe ich da Präferenzen? Weiß ich nicht. Hier unten? Ja, schon. Ah, 9020 sind es sogar nur, nicht 9200. Alright. Gott. So viel zu laufen. Hey, da wachsen Auberginen.
10.000 exakt, okay. Dann verkaufen wir doch mal ein bisschen Obst. Vielleicht will er irgendwann mal landen. Wir haben auch so viele Tickets, ne? Ich habe einfach über 1000 Tickets. Why? Könnte halt easy noch einen Farmhelfer bauen. Hier ist alles am Start. Apfelbäume kommen auch mit der Zeit. Das ist alles am Start. Brauchen wir nicht. Das ist auch alles. Ja gut, questmäßig ist das erstmal soweit alles okay. Bin am Überlegen, ob ich doch wieder so ein Ding baue. Aber dann tatsächlich eher für Bäume. Macht sich dann, glaube ich, im Zweifelsfall mit den Zimtbäumen zusammen ganz gut. Für eine effektive Diamantenfarm wahrscheinlich schon nicht verkehrt. Okay, ich habe... Okay, wahrscheinlich irgendein Schwein. Wahrscheinlich das Bentheimer Landschwein. Das ist zur Hölle. Ja, muss eigentlich. Ich bekifften Tiere, ey. Kein Nickel haben wir noch gar nicht, ne? Er braucht mir bislang aber auch nicht. Ja. Oder fange ich doch damit an? Ich habe eine Idee. Ich glaube, die ist gar nicht so blöd. Geh mal hier hin. Und fangen dann nach und oder werden halt nach und nach dieses Tamarindenfeld einfach. Nee, Unfug, machen wir nicht. Machen das doch anders. So. Das ist die richtige Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hier kommt der Farmhelfer hin. Oh Gott, der kostet auch schon 39. Das ist ja gar nicht mal so günstig. So, hier habt Tickets für 4 Stunden. Und dann... Gott, das sind jetzt schon 45 Medaillen, die das kostet, ne? Okay. Gut, dann fangen wir damit nämlich an und füllen den Rest jetzt aber erstmal mit Tamarinden auf. Und dann können wir die einfach nach und nach ersetzen. Das war gar nicht so clever, was ich hier gemacht habe, aber okay. Ja gut, passt schon. So, dann... Oh Gott. Muss das jetzt dunkel werden? Ich kenn doch einen Scheiß. Nee. Und hier.
Und dann der Vollständigkeit halber. So. Alright. Das geht doch. Bin eigentlich ganz glücklich, dass hier nicht so ein großes Tamarindensymbol drauf liegt. Macht mich ein bisschen glücklich. Vorne ist irgendwas fertig. Irgendwas Questrelevantes. Brauchen wir immer noch gelben Hibiskus? Nicht sein. Ach nee, es ist der weiße Hibiskus hier hinter. Ha. Okay, gießen wir doch nochmal den Senf. Sonst nichts zu tun. Nochmal Marmelade. Wie sieht's mit Obst aus? Haben wir verkauft, alles klar. Will ich jetzt doch so eine Baumschule haben? Also die Sache ist, die Zimtbäume bringen halt auch nur einen Ertrag von 2 Diamanten. Das heißt, selbst wenn wir da 10% Bonus haben, sind es wahrscheinlich immer noch 2. Ich glaube, das lohnt erstmal nicht so. Ach, ich habe ja auch schon Blasenkirschen gebaut, okay. Wahrscheinlich einfach, um sie angepflanzt zu haben. Ja. So, Herbst bitte. Dankeschön. Können wir nämlich weiter Bäume bepflücken. Bepflücken? Ist bepflücken ein Wort? Ich glaube nicht. So, dann sind wir doch bei den Apfelbäumen schon bei 103. Beziehungsweise gleich bei 108. Hier noch welche stehen und hier auch noch. Mit auf Zypressen? Nee, ne, die Quest ist durch. Müssten mal gucken, ob die Zimtbäume mit der Zeit mehr Diamanten geben. Auf Stufe 2 jedenfalls noch nicht. Gott, wir werden uns mit Gewürz totschmeißen können. Im Prinzip können wir das jetzt schon machen. Warum auch immer. Woher? Achso, doch, ich habe ja relativ viel Pfeffer angepflanzt, um den zu leveln und dann nochmal für die Quest. Dann verkaufen wir doch mal ein bisschen Gewürze. Gewürze bringen auch voll viel Diamanten. Ich meine, 100 für 180 ist schon ganz ordentlich. Das ist ungefähr die Rate von Obst, oder? Ist sogar noch eine bessere Rate als Obst.
Von Obst müssen wir 210 verkaufen für 100 Diamanten und von Gewürzen nur 180. Das geht. Dann können wir aber die Stände hier mal wegmachen, oder? Ich glaub schon. Wie offen und wie frei das hier auf einmal ist, wenn diese beiden Stände weg sind. Krass, was das für einen Unterschied macht. Aber war natürlich schon so eine kleine Wand hier, ne? Zusammen mit den Bäumen und dann hier nur so ein Platzdurchgang. Macht echt einen Riesenunterschied. Hätte ich nicht gedacht. Gut, ich glaube, dann haben wir es aber auch soweit erstmal, oder? Wir können hier und da noch ein bisschen gießen, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Da ist noch irgendwas fertig. Ah. Hibiskus. Jawohl. Und werden wir mit den Hampshire-Schweinen fertig? Bitte. Wehe, das reicht am Ende nicht. Das reicht total. Sweet. Oh nein. Nicht doch. Kann ich die jetzt verwerfen? Die Quest, du musst für 14 Minuten und 49 Sekunden warten, bevor du eine weitere Quest ablehnen kannst, kann nicht abgelehnt werden. Ich stelle gerade fest, da ist einfach nur, also abgesehen davon, dass da halt müsst statt musst steht, ist da einfach nur ein Satz halt mitten in den anderen gerutscht. Wir haben ja auch 36 davon. Passt schon. Okay. Ja, gut, dann. Da unten waren wir fertig. Der Pfeffer ist da. Der Pfeffer ist fertig. Sehr schön. So, dann haben wir das doch abgehakt. Ich muss die Quest übrigens auch gar nicht mehr anpinnen, jetzt, wo ich alles gepflanzt habe. So viel Pangasius. Ja, mal gucken. Also, vielleicht will ich doch eine Baumschule haben. Einfach um eine effektivere Diamantenfarm aufzuziehen. Weiß ich noch nicht. Im Moment fehlen dazu aber eh noch 50 Medaillen, also von daher. Ja, würde ich sagen, machen wir hier mal ein Päuschen. Das ist ganz okay. Nein, machen wir nicht. Wenn wir schon Diamanten haben wollen, sollten wir wenigstens die Gummibäume abernten. Die tatsächlich mehr bringen als die Zimtbäume, zumindest im Moment. Weil die Zimtbäume bringen im Jahr 8 Diamanten und die Gummibäume 10. Aber die Gummibäume kosten halt auch Diamanten zum Pflanzen. Das ist halt Mist. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh Gott. Ich glaube, ich habe Bock auf ein Nickerchen. Das klingt nach einer ziemlich super Idee. Von daher. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.